Therefore, Kunst ist Emotion. The use of film, daher ist die Konstruktion eines Films, die Art, ihn zusammenzusetzen und dadurch einen Effekt auf die Zuseher auszuüben, die Hauptfunktion, die ein Film zu erfüllen hat. Nehmen Sie den Dialog im Film. In Wirklichkeit ist er nur aus dem Theater ausgebrochen. Wie ich schon oft gesagt habe, verfilmter Dialog ist nicht Film, sondern nur Fotos von Leuten, die reden. Most pictures you see are photographs of people talking. Telescope. Die heutige Folge von Telescope ist, offen gesagt, eine Gelegenheit, genau solche Bilder von sprechenden Menschen zu zeigen. Glücklicherweise ist der Sprecher jemand, der schon vor langer Zeit alles darüber gelernt hat, wie man Filme macht. Stummfilme wie Tonfilme. Und in jedem Fall solche, die uns in Angst und Schrecken versetzen. Mr. Hitchcock, die meisten angloamerikanischen Filmkritiker haben Sie vor allem als Entertainer betrachtet. In Frankreich dagegen werden Sie als katholischer Moralist betrachtet. Würden Sie selbst Ihre letzten Filme als Melodramen und Thriller betrachten oder eher als Fabeln, vielleicht sogar Allegorien? Wenn wir vom Blickwinkel des Melodrams ausgehen, so wissen wir, dass traditionell Recht über Unrecht triumphieren muss. In anderen Worten, das Böse darf nicht siegen. Das trifft sowohl auf das Melodram an sich zu, wie es auch als religiöses Gebot verstanden werden kann. Sie haben auch gesagt, dass Sie Technik und Konstruktion des filmischen Erzählens mehr interessieren als der Inhalt und die Erzählung an sich. So ist es. Können Sie das etwas ausführen? Gerne. Halten Sie mich bitte nicht für anmaßend, wenn ich auf einen Maler verweise, der einen Baum, eine Landschaft oder eine Obstschüssel malt. Ich bin sicher, dass der Maler sich nicht im geringsten für die Äpfel an sich interessiert, sondern für die Technik, mit der er durch sein Werk die Emotionen des Betrachters stimulieren kann. Schlussendlich ist Kunst immer auch Empfindung. Die Menschen betrachten abstrakte Kunst und sagen, ich hasse so etwas. Aber genau durch dieses Wort beweisen sie, dass sie eine Empfindung verspürt haben. Oder es gefällt ihnen etwas. Und wenn man diese Prinzipien auf den Film anwendet, wie ich ihn verstehe, dann ist eben der Inhalt nicht alles. Anders gesagt, es geht nicht um die Story, sondern darum, was man damit macht. Not the pure manner of the content. In other words, it's not the story. It's what you do with it. Es geht nicht ums Was, sondern ums Wie. Ums Wie. Und ich habe bei vielen Menschen festgestellt, dass sie bei einem Film nur auf den Inhalt achten und nicht versuchen, mittels kritischer Analyse zu verstehen, was in dem Film Zuseher dazu bringt, die Gefühle zu verspüren, die der Regisseur für sie hineingelegt hat. Das trifft besonders in meinem Genre zu, dem Thriller oder Suspense-Film. In gewisser Weise kann man auch den Konstrukteur von Achterbahnen als Künstler betrachten. Schließlich ist es seiner Auswahl von Neigungsgraden und Talfahrten zu verdanken, dass die Fahrer die stärksten, ursprünglichsten Emotionen durchleben. Lassen Sie uns einen Blick zurück auf Ihre Anfänge in den Stummfilmen der 1920er Jahre werfen. Da Sie 1899 geboren sind, waren Sie selbst damals Anfang 20. Haben Sie sich bereits für Film interessiert, bevor Sie selbst damit zu tun hatten? Ja, sehr sogar. Eine Leidenschaft seit Ihrer Kindheit? Gar keine Frage. Als Verfasser und Zeichner von Zwischentiteln für Stummfilme, das war ja Ihr erster Job in der Filmwelt, hofften Sie dann eines Tages selbst Regie zu führen oder kamen Sie zufällig dazu? Ganz zufällig. Mein erster Job nach dem Zeichnen der Zwischentitel war als Regieassistent. Danach übte ich mich ein wenig im Drehbuchschreiben, ganz alleine.
Ich nahm mir eine Geschichte, einen Roman dafür her. Irgendwann kam dann ein Film, bei dem ich Regieassistent war, und jemand sagte, wer schreibt denn das Drehbuch? Und ich sagte, ich mach's. Sie haben mein Skript durchgelesen, waren beeindruckt, und so bekam ich den Job. Ich war damals 23. Und dann fiel mein Freund, der Art-Direktor, plötzlich aus. Es war derselbe Film und noch dazu ein wichtiger, kein kleiner Film. Also sagte ich, ich mach das auch, das Set-Design und so weiter. Das machte ich dann 2 bis 3 Jahre lang, routinemäßig. Und dann eines Tages, so habe ich es jedenfalls gehört, wurde der Regisseur all dieser Filme eifersüchtig, weil ich für diese Arbeit viel Aufmerksamkeit bekam und wollte nicht mehr mit mir zusammenarbeiten. Worauf mich der Produzent fragte, ob ich nicht selbst Regie führen wollte. Und ich antwortete, dass ich nie daran gedacht hätte. Ich war höchst zufrieden damit, was ich tat. Viele Kritiker halten Im Schatten des Zweifels aus dem Jahre 1943 für ihren besten Film. Ich auch. Sie finden das auch? Gar keine Frage. Im Schatten des Zweifels, genau wie in allen Hitchcock-Filmen, wird die Kamera auf ihre ganz eigene Art eingesetzt. Allen technischen Aspekten des Filmemachens, besonders auch dem Schnitt, gilt ihre größte Aufmerksamkeit. Würden Sie uns einige Grundprinzipien Ihrer Methoden des filmischen Erzählens erläutern? Well, you have two kinds of what we might call montage. I think. Nun. Es gibt 2 Arten von dem, was als Montage bezeichnet wird oder einfach als Filmschnitt. Das ist aber nicht exakt, denn Schnitt impliziert eine Trennung, während das Entscheidende das Zusammenfügen ist. Daher Montage, das Zusammenfügen von Filmteilen, die in schneller Abfolge vor dem Auge vorbeiziehen. Die elementarste Form davon ist das Gegenschneiden von Bildern verschiedener Größe. Viele Leute denken, dass Filmschnitt oder Montage hauptsächlich dazu dient, einen Charakter von einem Ort zum anderen zu bringen oder in eine Naheinstellung zu gehen, wie es Griffith erfunden hat. Für mich ist da aber einiges mehr dahinter. In various sizes. You know, a lot of people think that cutting is, or we'll say montage or assembly, is taking a man from one place to another and jumping into a close-up of him, which Griffith invented, it's true. But to me it goes much deeper. And as I say, the picture Psycho contains. Psycho etwa umgab seinen einfachen Inhalt mit einer Menge filmischer Herangehensweise. Nehmen wir zuerst die Ermordung einer nackten Frau in einer Dusche. In the first place we had in it the murder. Wie Sie wissen, konnten wir nicht einfach eine nackte Frau erstechen und die Kamera draufhalten. Es musste mit Bildeindrücken vermittelt werden, mit kurzen Einstellungen. Being stabbed to death. It had to be done impressionistically. So it was done with little pieces of film. The head, the feet, the hand. Kopf, Füße, Hand, Teile des Körpers. Shadow on the curtain. Everything. Schatten am Duschvorhang. The shower itself. Der Brausekopf selbst. Alles Mögliche. Ich glaube, wir hatten 78 Einstellungen in 45 Sekunden. Das ist die eine Art der Montage. Jetzt eine andere, die ich Orchestrierung nenne, mit lauten und leisen Tönen sozusagen. Der zweite Mord in Psycho wurde ganz anders behandelt. Man sieht den Detektiv die Treppe hinaufsteigen. Die Zuseher wissen bereits, dass ihn oben etwas Monströses erwartet.
Sie sind also schon beunruhigt, wissen aber noch nicht, wann etwas geschehen wird. Wir haben also den Mann auf der Treppe, halbnah, von der Hüfte aufwärts im Bild. Er kommt oben an. Dann nehme ich die Kamera und platziere sie sehr, sehr hoch. Ganz nach oben. Fast über den Plafond hinaus, als würden wir von weit oben auf alles hinabsehen. Way, way high. Above the ceiling, almost. As though we're looking down on the whole thing. Und dann kommt eine kleine Gestalt gelaufen, hebt die Hand mit dem Messer hoch und sticht auf den Mann ein. All dies mit kleinen, entfernten Figuren. Dann kommt der Schnitt zu einer Großaufnahme des Mannes. Nur der Kopf, als das Messer ihn trifft. Now, hier ist es also die Größe des Bildes, die den Schockeffekt erzeugt. Mit anderen Worten, es ist, als hätten wir vorher Geigentremolos und plötzlich kommt ein Bläsereinsatz. Es klaus ab. Dann wankt er und fällt er. Dies als Illustration, wie man mittels der Größe einer Einstellung einen Effekt von Schock oder was auch immer erzeugen kann. Und jetzt die dritte Art, die ich reines Kino nenne. Das Zusammensetzen von Film und wie dies eingesetzt werden kann, um völlig verschiedene Ideen zu vermitteln. Hier ist ein Close-up. Dann zeigen wir, was er sieht. Sagen wir, eine Frau mit einem Baby im Arm. Jetzt Schnitt zurück zu seiner Reaktion. Er lächelt. Sein Charakter ist also freundlich, mitfühlend. Jetzt nehmen wir die mittlere Einstellung, die Frau mit dem Kind heraus, lassen aber die beiden anderen unverändert. Dazwischen schneiden wir ein Mädchen im Bikini. Er schaut. Mädchen im Bikini. Er lächelt. Wie sehen wir ihn jetzt? Als alten Lüstling. Nicht mehr als wohlwollenden Gentleman, der Babys liebt. Das ist der Unterschied. Das kann Film bewirken. Tatsächlich. Nun zu weiteren visuellen Aspekten des Filmemachens. Sie haben zum ersten Mal für Cocktail für eine Leiche in Farbe gedreht. Und von den 15 Filmen, die Sie seither gemacht haben, sind circa 10 in Farbe. Und das, obwohl viele Produzenten zu glauben scheinen, dass Thriller eher in Schwarz-Weiß gefilmt werden sollten. Was ziehen Sie selbst vor? Ich bevorzuge Farbe, da sie jede Menge Gelegenheit gibt, dramatische Akzente zu setzen, indem man sie nicht automatisch betont, bis man sie aus dramatischen Gründen braucht. Das trifft ähnlich auch auf Musik zu. Genau. Ich finde Filmmusik großartig, besonders wenn sie für Stille benötigt wird. Als Absenz. So ist es. Sie haben offensichtlich eine sehr hohe Meinung vom Werk Bernard Herrmanns. Er war als Komponist und Dirigent in sehr viele Ihrer letzten Filme involviert. Wie ist Ihre und Mr. Herrmanns Herangehensweise, wenn es um den Beitrag der Musik zum Film geht? Ich weiß nicht. Soweit ich sehe, macht er, was er will. Ich komme bereits ganz am Anfang dazu, bei der ersten Idee für den Film. Nachdem die Musik alle verschiedenen Phasen durchgemacht hat, vom Komponieren und Umschreiben bis zum praktischen Einsatz, bin ich so involviert, dass wir ohnehin alle auf dieselbe Weise denken. Was Musiker betrifft, habe ich immer festgestellt, dass man sowieso in ihrer Hand ist. Was kann man schon machen? So oft haben Musiker, nicht unbedingt Mr. Herrmann, zu mir gesagt, hören Sie sich das an, was halten Sie davon? Man hört sich's also an und sagt, gefällt mir gar nicht. Und sie sagen, tja, ändern können wir es nicht mehr, ist alles schon fertig arrangiert. Beim nächsten Mal ist man vorsichtiger. Man sagt, na gut, spielen Sie mir's vor, bevor Sie das Orchester anheuern. Oh nein, geht nicht, am Klavier funktioniert das nicht, unmöglich. Man kann also nichts machen. Man ist den Musikern ausgeliefert. So that you, there is no way to find out. So you are in the hands of a musician. Well,
Psycho ist ein gutes Beispiel für die Offenheit, mit der Hitch an Musik herangeht. Ursprünglich war der Plan, die Mordszenen überhaupt nicht mit Musik zu unterlegen. Ich war aber anderer Meinung als Hitch und fand, dass da Musik nötig sei. Dass der Maler sich nicht im geringsten für die Äpfel an sich interessiert, sondern für die Technik, mit der er durch sein Werk die Emotionen des Betrachters stimulieren kann. Schlussendlich ist Kunst immer auch Empfindung. Die Menschen betrachten abstrakte Kunst und sagen, ich hasse so etwas. Aber genau durch dieses Wort beweisen sie, dass sie eine Empfindung verspürt haben. Oder es gefällt ihnen etwas. Und wenn man diese Prinzipien auf den Film anwendet, wie ich ihn verstehe, dann ist eben der Inhalt nicht alles. Anders gesagt, es geht nicht um die Story, sondern darum, was man damit macht. It is not the pure manner of the content. In other words, it's not the story. It's what you do with it. Not what, es geht nicht ums Was, sondern ums Wie. Ums Wie. Und ich habe bei vielen Menschen festgestellt, dass sie bei einem Film nur auf den Inhalt achten und nicht versuchen, mittels kritischer Analyse zu verstehen, was in dem Film Zuseher dazu bringt, die Gefühle zu verspüren, die der Regisseur für sie hineingelegt hat. Das trifft besonders in meinem Genre zu, dem Thriller oder Suspense-Film. In gewisser Weise kann man auch den Konstrukteur von Achterbahnen als Künstler betrachten. Schließlich ist es seiner Auswahl von Neigungsgraden und Talfahrten zu verdanken, dass die Fahrer die stärksten, ursprünglichsten Emotionen durchleben. Lassen Sie uns einen Blick zurück auf Ihre Anfänge in den Stummfilmen der 1920er Jahre werfen. Da Sie 1899 geboren sind, waren Sie selbst damals Anfang 20. Haben Sie sich bereits für Film interessiert, bevor Sie selbst damit zu tun hatten? Ja, fair sogar. Eine Leidenschaft seit Ihrer Kindheit? Gar keine Frage. Als Verfasser und Zeichner von Zwischentiteln für Stummfilme, das war ja Ihr erster Job in der Filmwelt, hofften Sie dann eines Tages selbst Regie zu führen oder kamen Sie zufällig dazu? Ganz zufällig. Mein erster Job nach dem Zeichnen der Zwischentitel war als Regieassistent. Danach übte ich mich ein wenig im Drehbuchschreiben, ganz alleine. Ich nahm mir eine Geschichte, einen Roman dafür her. Irgendwann kam dann ein Film, bei dem ich Regieassistent war, und jemand sagte, wer schreibt denn das Drehbuch? Und ich sagte, ich mach's. Sie haben mein Skript durchgelesen, waren beeindruckt. Telescope. Die heutige Folge von Telescope ist, offen gesagt, eine Gelegenheit, genau solche Bilder von sprechenden Menschen zu zeigen. Glücklicherweise ist der Sprecher jemand, der schon vor langer Zeit alles darüber gelernt hat, wie man Filme macht. Stummfilme wie Tonfilme. Und in jedem Fall solche, die uns in Angst und Schrecken versetzen. Mr. Hitchcock, die meisten angloamerikanischen Filmkritiker haben Sie vor allem als Entertainer betrachtet. In Frankreich dagegen werden Sie als katholischer Moralist betrachtet. Würden Sie selbst Ihre letzten Filme als Melodramen und Thriller betrachten oder eher als Fabeln, vielleicht sogar Allegorien? Wenn wir vom Blickwinkel des Melodrams ausgehen, so wissen wir, dass traditionell Recht über Unrecht triumphieren muss. In anderen Worten, das Böse darf nicht siegen. Das trifft sowohl auf das Melodram an sich zu, wie es auch als religiöses Gebot verstanden werden kann. Sie haben auch gesagt, dass Sie Technik und Konstruktion des filmischen Erzählens mehr interessieren als der Inhalt und die Erzählung an sich. So ist es. Können Sie das etwas ausführen? Gerne. Halten Sie mich bitte nicht für anmaßend, wenn ich auf einen Maler verweise, der einen Baum, eine Landschaft oder eine Obstschüssel malt.
Ich bin sicher, dass der Maler sich nicht im geringsten für die Äpfel an sich interessiert, sondern für die Technik, mit der er durch sein Werk die Emotionen des Betrachters stimulieren kann. Schlussendlich ist Kunst immer auch Empfindung. Die Menschen betrachten abstrakte Kunst und sagen, ich hasse so etwas. Aber genau durch dieses Wort beweisen sie, dass sie eine Empfindung verspürt haben. Oder es gefällt ihnen etwas. Und wenn man diese Prinzipien auf den Film anwendet, wie ich ihn verstehe, dann ist eben der Inhalt nicht alles. Anders gesagt, es geht nicht um die Story, sondern darum, was man damit macht. Manner of the content. In other words, it's not the story. It's what you do with it. Not what, es geht nicht ums Was, sondern ums Wie. Ums Wie. Und ich habe bei vielen Menschen festgestellt, dass sie bei einem Film nur auf den Inhalt achten und nicht versuchen, mittels kritischer Analyse zu verstehen, was in dem Film zu sehr dazu bringt, die Gefühle zu verspüren, die der Regisseur für sie hineingelegt hat. Das trifft besonders in meinem Genre zu, mit der er durch sein Werk die Emotionen des Betrachters stimulieren kann. Schlussendlich ist Kunst immer auch Empfindung. Die Menschen betrachten abstrakte Kunst und sagen, ich hasse so etwas. Aber genau durch dieses Wort beweisen sie, dass sie eine Empfindung verspürt haben. Oder es gefällt ihnen etwas. Und wenn man diese Prinzipien auf den Film anwendet, wie ich ihn verstehe, dann ist eben der Inhalt nicht alles. Anders gesagt, es geht nicht um die Story, sondern darum, was man damit macht. Not the pure manner of the content. In other words, it's not the story. It's what you do with it. Not what, es geht nicht ums Was, sondern ums Wie. Ums Wie. Und ich habe bei vielen Menschen festgestellt, dass sie bei einem Film nur auf den Inhalt achten und nicht versuchen, mittels kritischer Analyse zu verstehen, was in dem Film zu sehr dazu bringt, die Gefühle zu verspüren, die der Regisseur für sie hineingelegt hat. Das trifft besonders in meinem Genre zu, dem Thriller oder Suspense-Film. In gewisser Weise kann man auch den Konstrukteur von Achterbahnen als Künstler betrachten. Schließlich ist es seiner Auswahl von Neigungsgraden und Talfahrten zu verdanken, dass die Fahrer die stärksten, ursprünglichsten Emotionen durchleben. Lassen Sie uns einen Blick zurück auf Ihre Anfänge in den Stummfilmen der 1920er Jahre werfen. Da Sie 1899 geboren sind, waren Sie selbst damals Anfang 20. Haben Sie sich bereits für Film interessiert, bevor Sie selbst damit zu tun hatten? Ja, sehr sogar. Eine Leidenschaft seit Ihrer Kindheit? Gar keine Frage. Als Verfasser und Zeichner von Zwischentiteln für Stummfilme, das war ja Ihr erster Job in der Filmwelt, hofften Sie dann eines Tages selbst Regie zu führen oder kamen Sie zufällig dazu? Ganz zufällig. Mein erster Job nach dem Zeichnen der Zwischentitel war als Regieassistent. Danach übte ich mich ein wenig im Drehbuchschreiben ganz alleine. Ich nahm mir eine Geschichte, einen Roman dafür her. Irgendwann kam dann ein Film, bei dem ich Regieassistent war, und jemand sagte, wer schreibt denn das Drehbuch? Und ich sagte, ich mach's. Sie haben mein Skript durchgelesen, waren beeindruckt, und so bekam ich den Job. Ich war damals 23. Ich glaube, wir hatten 78 Einstellungen in 45 Sekunden.
Das ist die eine Art der Montage. Jetzt eine andere, die ich Orchestrierung nenne, mit lauten und leisen Tönen sozusagen. Der zweite Mord im Psycho wurde ganz anders behandelt. Man sieht den Detektiv die Treppe hinaufsteigen. Die Zuseher wissen bereits, dass ihn oben etwas Monströses erwartet. Sie sind also schon beunruhigt, wissen aber noch nicht, wann etwas geschehen wird. Wir haben also den Mann auf der Treppe, halbnah, von der Hüfte aufwärts im Bild. Er kommt oben an. Dann nehme ich die Kamera und platziere sie sehr, sehr hoch. Ganz nach oben. Fast über den Plafond hinaus, als würden wir von weit oben auf alles hinabsehen. Und dann kommt eine kleine Gestalt gelaufen, hebt die Hand mit dem Messer hoch und sticht auf den Mann ein. All dies mit kleinen, entfernten Figuren. Dann kommt der Schnitt zu einer Großaufnahme des Mannes. Nur der Kopf, als das Messer ihn trifft. Hier ist es also die Größe des Bildes, die den Schockeffekt erzeugt. Mit anderen Worten, es ist, als hätten wir vorher Geigentremolos und plötzlich kommt ein Bläsereinsatz. Es klaus ab, dann wankt er und fällt er. Dies als Illustration, wie man mittels der Größe einer Einstellung einen Effekt von Schock oder was auch immer erzeugen kann. Und jetzt die dritte Art, die ich reines Kino nenne. Das Zusammensetzen von Film und wie dies eingesetzt werden kann, um völlig verschiedene Ideen zu vermitteln. Hier ist ein Close-up.